Andi, hast du Erkältungssymptome? Ja? Dann trag bitte eine Anstecknadel. Boah, was ist das kalt geworden, ne? Nachher gibt's in der Kabine erstmal das gleiche Getränk wie bei der DFB-Elf aktuell, ne? So ein Kanister Frustschutzmittel. Weiß gar nicht, was schlimmer war, das Spiel gegen Österreich oder die Brille von Per Mertesacker? Philipp Amthor für Arme. Der Nagelsmann so nach dem Spiel? Die Reise muss jeden veranlassen, mehr zu arbeiten. Sagst du den Satz in der Kabine? Da haben beim Wort muss alle Spieler schon die Tasche gepackt. Und spätestens bei Arbeiten sind alle raus. Nochmal, die haben keinen Bock, die Jungs, für das 60 Milliarden Euro Schuldenloch zu spielen. Da wird immer über Einstellung geredet. Du brauchst doch nicht über was diskutieren, was gar nicht da ist. Die Nationalspieler sind satt. Satt, die brauchen... Selbst mein Hermann, der hebt irgendwann beim Schnitzel All You Can Eat auch mal einen Arm und sagt, geht nicht mehr. Kommt selten vor, habe ich aber schon gesehen. 80% der Nationalspieler, die wissen ja nicht mal, dass Ehre auch zum Brotbacken da ist. Hermann! Deine Jogginghose, ne? Die stecke ich nachher mal in die Waschmaschine, damit die mal weiß, was Bewegung ist. Spiele der Nationalmannschaft, die sind so wie damals Spanisch in der Schule. Hast du angefangen, mittendrin gemerkt, boah, ist aber viel Arbeit. Und dann ist es bis heute so. Und damals war es auch so. Konntest kein Wort sprechen und nicht ein Wort schreiben. Und wenn wir schon beim Thema Schule sind, ne, Julian Nagelsmann und Sandro Wagner, die sind auch mehr so die Vertretungslehrer. Ne? Die waren früher auch mal ganz geil für 2-3 Stunden. Dann sind wir denen so auf den Sack gegangen und haben irgendwann gefragt, dann kommt denn eigentlich wieder der Richtige. Stefan, bei deinem Gegenspieler drauf da jetzt. Wenn ihr dir noch 20 Euro schuldet, war das nächste Foul im Prinzip eine Schuldenbremse. Ja, und die Bundesliga empfängt der erste FC Köln. Die Bayern, ne? Das wird nicht nur von Temperaturen her eine Zitterpartie. Bilanz der Kölner aktuell 9 Tore nach 11 Spieltagen. Weil gut, die Bayern haben erzielt 17 Tore. Also Harry Kane alleine. Also gegen Köln brauchst du eigentlich nur noch Sven Ulreich und Harry Kane aufs Feld schicken. Da reicht auch noch für ein 5-0. Patrick! Psst. Wenn dir kalt ist, ne, stell dich in die Ecke, da sind es 90 Grad. Die Zeiten sind momentan so bekloppt, dass selbst Thomas Müller überlegt, den FC Bayern zu verlassen. Gibt ganz viele Angebote. Aktuell, Manchester United hat Interesse. Haben wir überlegt, da müssen ja seine ganzen Pferde, die müssen ja auch mit. Hätte ich ein Pferd, das würde ich nennen hier Draulig. Draulig. Männer, denkt dran, ne? Wir haben alle einen Dachschaden. Die Frage ist nur, bei wem regnet es rein? Und bei RB Leipzig, da spricht jetzt der wichtigste Mann, Alberto Suarez Pucci. Ist kein argentinischer Investor, sondern der Friseur. Ne? Also auch nicht vom Kampel, der fällt raus, weil das ist ja egal. Trend bei den Spielern laut des Friseurs ist 0 mm seitlich, aufwärts im Übergang dann so 6 mm. Also von dem Trend, ne? Da bin ich so weit weg wie meine Jungs von der Bundesliga. Wobei ich schäme mich ja nicht für meine Frisur, ne? Das ist also kein Schamhaar. Andi, stell ich dich als Vogelscheuche im Garten auf, ne? Da bringen die Vögel sogar die Kirschen aus dem letzten Jahr zurück. Und Überraschung, Max Kruse spielt nicht mehr für den SC Paderborn. Hat er den Spielern mitgeteilt per WhatsApp. Hallo Leute, ich habe nicht mehr alle persönlich getroffen, bla bla bla. Ich werde jetzt auch nicht der größte Fan des SC Paderborn, wünsche euch aber viel Glück. Ja. Der Verein, der weiß übrigens noch gar nicht, dass der Kruse da nicht mehr für die spielt. Kann man ja machen, mal so ein Boss-Move, ne? 13 Saisonspiele, 5 Einsätze hat der Kruse gemacht. Da kann man schon mal einen. Ich finde, das sollte gesetzlich verankert werden, ne? Man kann einen Job, wenn man keinen Bock mehr hat, einfach per WhatsApp kündigen und muss keinem mehr Bescheid sagen. Was stimmt eigentlich mit manchen Leuten nicht? Aber vielleicht wird der Kruse ja jetzt Berater vom Adeyemi. Christian! Denk's dran, ne? Es ist noch nicht genug Frost, dass die Enten im Park festfrieren, damit du die besser streicheln kannst. Ja, und bei den Temperaturen kannst du es jetzt endlich wieder zu Hause gemütlich machen, ne? Es ist Kuschelzeit mit dem Partner. Das wird aber auch Zeit, ne? Letztens hat eine Mücke an meinem Hals gesaugt, da habe ich schon angefangen zu stöhnen. Meine Schenkel zittern, mein Körper bebt, mein Gott. Wie lange habe ich das nicht erlebt? Was ist bloß? Was ist passiert? Der Winter kommt. Mein Gott, wie es mich friert. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der will jetzt mit seiner Freundin nur noch Floralverkehr. Blümchensex. Christian! Denkst du dran, ne? Es ist noch nicht genug Frost, dass die Enten im Park festfrieren. Nochmal. Stefan, bei deinem Gegenspieler drauf da jetzt. Und schuldet er dir noch... National.
Und am Ende war es und ist ich gucke einfach nochmal in den Text. Ist es so, dann nicht so. Und bei RB Leipzig, da spricht jetzt der Wichtigste. So, nun muss ich jetzt mal gucken, wie diese Trendfrisur genau geht. 0 mm. Von der Frisur, da bin ich so weit weg um meine Spieler. Ja, da setzen wir nochmal an. Scheiße. Denkst du? Boah, der ist so hohl. Der will jetzt mit seiner Freundin nur noch Floralsex haben. Nee, Floralverkehr. Oh Gott.